Allerhöchste, allerhöchste Disziplin hier heute. 45 Minuten sind angesetzt für diese für die edle Runde. Klar. Contenance, die Herren, Contenance bitte. Guck mal, beim Dennis geht das mit seinem Handy. ARD. Man muss auch kleine Brötchen backen können hier, ne? Was die Abspielgeräte angeht. Schön, dass wir zusammen sind. Weil es funktioniert. Groß, blond, euch gegenüber sitzend. Nicht Dirk Walzdorf heute. Die genauen YouTube- und RBB-Fernsehen-Zuschauer haben sofort bemerkt, irgendwas ist anders, der spricht anders. Das ist nicht dieselbe Expertise. Ich bin Dennis Wiese, auch aus dem RBB-Sport. Und Dirk ist ja mit dem ARD-Biathlon in den USA unterwegs. Das hat sich sogar gereimt. Nicht dieselbe Expertise. Ich bin Dennis Wiese. Ja, ganz neues Niveau. Müssen meine Zettel hier haben. Ja. Ich habe letzte Woche Ewald Lienen getroffen. Ihr wisst, schön. Ja, Ewald Lienen, durfte ich auch mal Spieler sein. Immer mit Zetteln unterwegs. Zettel Ewald. Als Trainer, genau. Ewald war damals das nicht zu schnelle Laufen im Wald erfunden beim FC Hansa Rostock. Übrigens. Das ist ja gar nicht gewöhnt. Übrigens, hat der nicht auch einen Podcast? Ich glaube, haben doch alle mittlerweile. Ach, haben alle. Okay. Ja. Ich dachte, wir sind was Besonderes. Wir waren kurzzeitig mal was Besonderes, haben uns alle nachgemacht. Toll. Aber keiner redet besser, schneller, schöner als Christian Beek, Experte, früherer Manager und in sonstigen Tätigkeiten für den 1. FC Union im Einsatz und natürlich Axel Kruse, Hertha-Legende, könnte man sich zu aufschwingen, langjähriger Hertha-Kapitän. Wollen wir mal loslegen? Ja. Ja, dann starten wir mal Hauptstadt-Derby-Podcast 171, bitteschön. Der RBB Sport präsentiert... Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio. Und natürlich auch freundlich unterstützt, magenfreundlicher Tee. Ich hoffe, das Richtige, um dieses Fußballwochenende passieren zu lassen. Ich muss mal eins sagen, lieber Herr Walzdorf, ne, da kannst du dir mal ein Beispiel nehmen. Der Tee ist erstens heiß, nicht so wie bei dir, lauwarm, schmeckt super. Und Dennis hat den persönlich gemacht. Sag nichts. Dennis hat den persönlich gemacht, nicht so wie du, lässt es ja machen. Deswegen danke, Dennis. Nein, bin fairer Sportsmann. Es war alles Übergabe. Cheffe, wie macht ihr das genau? Und dann weiß ich, wie ihr den Tee mögt. Das sollst du doch nicht sagen. Ja, komm, doch, ich bin eine ehrliche Haut. Ehrlich wollen wir auch werden über dieses Fußballwochenende. Das war ja nun großartig zuletzt, ja? Also zuletzt Union, Hertha-Sieg. Letzte Woche schon mal mit den Unentschieden so eine kleine Delle. Und jetzt, wie habt ihr dieses Fußballwochenende verkraftet? Also ich sehr gut, weil wir haben ein tolles Spiel gehabt. 0-2 gegen Borussia Dortmund, das Ergebnis zumindest. Aber das Spiel war toll. Ja. Also. Bei mir ist immer so, wir haben ja Freitag gespielt. So, hab mich wieder mal maßlos geärgert. So, aber dann ist ja so Samstag, Sonntag, dann ist es schön. Mit der Familie machst du so ein bisschen was. Gestern war ich eingeladen zum Brunch bei unserer Union-Sippe da. Die haben das auch mal ordentlich gemacht, muss man auch mal sagen. So, und heute, Dennis quatscht uns jetzt wieder an auf das. Jetzt kriege ich langsam schon wieder eine leichte Pulserhöhung. Also deswegen ruhig, der Tee ist gut. Du fängst an. So, und das machen wir aber im gewohnten Rahmen natürlich, ne? Und das muss sein. Nachspiel. Gut, also Sportsfreund Beek fängt an, ja? Ist jetzt entschieden an dieser Stelle. Gutes Spiel, Freude. Erzähl mal, wie hast du das verfolgt, das Spiel? Also das Spiel war aus meiner Sicht richtig ein Highlight. Ja, die Jungs haben ein bisschen anders gespielt als letztes Mal. Wir hatten dann wieder Vogt im Zentrum in der Abwehr. Wir hatten Leit und Döki dabei. Roussillon links, dann für Gosens, der gesperrt war. Rechts Juranovic und dann wieder mit Schäfer. Vorne hatten wir Volland, Hollerbach. Also das war schon eine Top-Besetzung. Und die Jungs haben gespielt wie die Raketen, muss man ganz klar sagen. Von der ersten Sekunde an. Wir haben Möglichkeiten, sehr gute Möglichkeiten, vor allem in den ersten halben Stunde, 40 Minuten, kriegen das Ding dann aber nicht in die Kiste. Und das war dann so ein bisschen das Problem. Dortmund hat 30 Minuten gar nicht aufs Tor geschossen. Im Prinzip nicht stattgefunden, immer wieder die gleichen Fehler gemacht. Wir konnten immer im Spielaufbau dazwischen, konnten uns immer wieder den Ball erkämpfen und dann unsere Umkehrsituation nutzen, Chancen herausgearbeitet. Aber wie gesagt, der Ball war nie drin und dann macht natürlich Ademi oder wie heißt er schnell von Dortmund? Ademi. Ja, deutscher Nationalspieler. Genau, und der haut den oben links rein nach einer wirklich tollen Einzelaktion. Ich weiß jetzt nicht, wenn Gosens dabei gewesen wäre, ob wir dann die Szene anders bespielt hätten. Das ist dann wieder hätte Fahrradkette. Keine Ahnung, scheinbar doch, weil Gosens für mich dann in der Defensive doch der bessere Zweikämpfer ist, wenn er nicht nur vorne rumgetont hat. Ja, schade. 0-1.
Aber das hat unserem Spiel irgendwie in keinster Weise, also hat das negativen Einfluss gehabt. Die Jungs sind auch in der zweiten Halbzeit wieder losmarschiert. Wir haben wirklich tolle Möglichkeiten. Wieder Volland, ja, wie ein Elfmeter quasi. Torhüter hält auch sehr, sehr, sehr gut bei den Dortmundern. Ja, und dann kriegst du hinten raus aus einer Kontersituation, dennoch hast 2-0. Unabhängig von allem Theater, was da zum Foul unterwegs war. Aber wir haben es einfach nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Warum das so ist, erklärt ihr mir gleich. Wir wollen mal ganz kurz hören nach den weisen Worten, wie das im rbb24-Inforadio am Sonnabendnachmittag klang. Union gegen Borussia Dortmund. Ball kommt nach innen, Adeyemi per Kopf nachgesetzt. Riesenmöglichkeit für Schlotterbeck. Aber Renault kommt irgendwie noch ran, verhindert den Gegentreffer. Wahnsinnstat. Tor in Berlin, Tor für Borussia Dortmund, 1-0. Was für ein Kunstschuss von Karim Adeyemi. Vom rechten 16er-Eck, Marke, Einzelaktion. Wenn es aus dem Spiel heraus nicht klappt, dann mache ich es eben alleine. Und der Ball, der klatscht an die Unterkante der Latte und von dahin ins Tor. Und das war wirklich wunderschön gemacht, die Ballbehandlung. Und Schäfer, der Mittelfeldmann des 1. FC Union, der sorgt für richtig Unruhe im Mittelfeld, behauptet den Ball und legt weiter auf Trimmel, der zu Volland, dessen Hereingabe in den 16er erstmal abgeblockt von Süle. Riasson jetzt unter Druck an der Grundlinie. Aber der Dortmunder befreit sich erstmal. Also es ist hier noch überhaupt nicht sicher, dass Borussia Dortmund dieses Spiel gewinnen wird. 2-0 für Borussia Dortmund. Aber wir müssen es mit einem Fragezeichen versehen. Es gibt riesige Proteste der Eisernen. Marzen wäre der Torschütze gewesen. Aber es gab eben einen Zweikampf im Mittelfeld. Marzen ist danach frei aufs Tor zugelaufen und hat den Ball dann am Keeper vorbei ins Tor geschoben. Das hat er stark gemacht. Wir wollten gewinnen, wir wollten 3 Punkte holen, noch mehr Abstand zu den letzten Plätzen machen. Leider ist uns nicht gelungen, aber Mannschaft ist intakt, hat heute große Bereitschaft gezeigt, um Punkte zu holen, hat gekämpft. Laufbereitschaft hat gestimmt, also kann ich keinen Vorwurf machen zu den Mannschaften. Heute fehlt so ein bisschen, soll ich sagen, so die letzte effiziente Offensiv, die letzte gute Pass, letzte gute Kontakt vor dem Schuss und ja, hat heute nicht geklappt. Guido Ringel, Tabea Kunze, die Reporterin und dann Nenad Bjelica, der Trainer und zum Schluss Frederik Rönno, der wieder ein paar Mal Klasse gehalten hat. Ja. Axel, Frage an den ehemaligen Stürmer, warum macht Union keine Tore? Ach naja, gar keine ist ja auch nicht so. Wir hatten es ja letzte Woche schon mal. Also sind ja jetzt sagen wir mal, ein paar quirlige Stürmer. Man spielt ja ohne echten Knipser. Und man muss auch sagen, der Torwart von Dortmund hat auch super gehalten. Muss man auch sagen, ich glaube, wenn Union sag mal, dieses Glück gehabt hätte wie Dortmund, weil das Tor, muss man einfach mal sagen, von Adeyemi war einfach ein geiles Tor. Und das ist ja dann auch so ein bisschen so ein Brustlöser, wenn du so ein Ding reinmachst. Ich finde übrigens, ich kritisiere ja gerne mal, aber ich finde, da kann ich auch das Abwehrverhalten gar nicht kritisieren, weil du versuchst natürlich jedes Mal, den Ball auch zu blocken, so, aber er täuscht natürlich 2-3 Mal an und dann ins lange Eck. Also das ist einfach ein geiles Tor, muss man einfach mal sagen. Und dann auch mal die Mütze schmeißen. Aber ich finde, ja, bei Union, das, ja, gerade bei den Stürmern, das sind halt eher so ein bisschen, so wie ich eher, so drumrum spielen, viel in Bewegung, viele Bälle sichern, viel Vorarbeiten machen, sind jetzt nicht diese klassischen Torjäger. Das ist, glaube ich, das Problem. Jetzt spielst du natürlich auch nicht gegen irgendeine Mannschaft, die das mal locker zulässt. Nochmal, ich glaube, das war ein Ersatztorwart, ne, von Dortmund. Der hat auch gut gehalten. Und was ich bemerkenswert fand, Bjelica hat ja zu seinem Antritt, hat er ja gesagt, er will viel Fußball spielen lassen. Und ich finde, das war das erste Mal, wo es auch so aussah, wie er es gesagt hat. Also viele kurze Pässe vorne attackiert zum Teil. Das sah schon sehr ordentlich aus. Und ich sag mal so, von 10 Spielen wirst du da vielleicht 2-3 verlieren, 3-4 gewinnen und den Rest spielst halt unentschieden. Also es war am Ende ein bisschen unglücklich. Muss man auch sagen, bei dem zweiten, ja, war das ein Foul? Marzen gegen Juranovic? Ja, ich weiß nicht. Also das mal pfeife ist es mal nicht. Er hat nicht gepfiffen. Hättest du es gepfiffen? Ich glaube auch nicht. Nein, es war jetzt mehr, also er ist halt auch flink, ja, das muss man sagen, Marzen. Und Juranovic war dann auch schon ein bisschen müde hinten raus. Mhm. Und das sind dann so eine 10, ja, der Schiedsrichter hat so, ich hätte es auch nicht gepfiffen, glaube ich. Nee. Aber Axel hat es gut gesagt, mit dieser Art und Weise, wie wir Fußball spielen, wenn wir das so immer liefern können, immer abrufen werden, mit dieser Dynamik, mit dieser Geschwindigkeit, permanent dran zu sein, Gegner unter Druck zu setzen,
Dann gewinnst du auch wieder solche Spiele. Wenn wir mal zurückdenken, 3-4 Wochen haben wir auf einmal ein Spiel gewonnen, 1-0. Ich glaube, in Hoffenheim war das mal kurz vor Schluss. Gab es denn einen, wo auch keiner wusste, wo kommt denn der jetzt her? Mhm. So ist das dann. Aber du belohnst dich halt aufgrund der Art und Weise dann auch wieder. Ja, aber das Thema mit Europa und so weiter. Mit so einer Spielweise erhöhst du einfach die Wahrscheinlichkeit, Spiele zu gewinnen. Genau. So, und, ja, System in dem Fall dahinter, jetzt, Idee dahinter, genau, Umsetzung dahinter, Dampf drin. Du erkämpfst weiter vorne den Ball, du spielst aktiv Fußball. Ja. Und dann wirst du auf Dauer die Spiele auch gewinnen. Also von daher, ich fand das, wie gesagt, das erste Mal, wo man sagt, Bielitzer, oh, das war seine Spielphilosophie. Sieht gut aus in Köpenick. 8 Punkte Vorsprung noch immer auf den Relegationsplatz. Und 8 nach Europa. 7 Spiele, ja, entspannte Ausgangslage. Axel, du hast eben von der Wahrscheinlichkeit gesprochen, Spiele zu gewinnen. Hören wir uns mal an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war für Hertha BSC gegen Holstein Kiel. Freitagabend, Stichwort schlechte Laune, so klang es im rbb24 Inforadio. Nee, Moment, da war ich jetzt ein bisschen zu schnell. Der kommt dann gleich, der Herthaner der Woche. Du hast ja gesagt, du hast da eine Idee. Hier wollte ich doch hin. So war das. Hertha gegen Kiel. Zurückgespielt, jetzt pressen sie mal der Herthaner. Der versucht zurückzuspielen zum Torwart. Ist schiefgegangen, das Tor für Hertha BSC. Was für ein Fehler. Haris Tabakovic, Tor für Hertha BSC. Das 1:0 für Hertha. Hertha über die linke Seite, gute Flanke, Tabakovic, angeschossen, den Keeper, Nachschuss, Tor, in der 45. Minute, kurz vor der Pause, zweite Chance für Hertha BSC, das zweite Tor. Jetzt die Chance, vielleicht doch nochmal ranzukommen, der Schuss und das Tor, der Anschlusstreffer durch Finn Porat, jetzt trifft er endlich mal, der 4., 5. Versuch aus der Distanz, auch dieses Tor ist ein bisschen aus dem Nichts gefallen. Die Frage ist, trifft Gechter mehr den Fuß als den Ball? Den Ball trifft er auch, aber trifft er dabei auch auf Höhe, genau auf Höhe der 16-Meter-Linie, den Fuß des Innenverteidigers Eras? Knifflige Situation. Es gibt 11 Meter. Timo Becker gegen Thiago Ernst. Ball freigegeben. 3-4 Schritte. Rechte Fuß, Innenseite. Tor. Der Ausgleich. Denn am Ende kann man sich natürlich auf den Videobeweis stürzen, auf den Schiedsrichter oder sonst was. Ich glaube, es sind Ausreden. Wir hatten es selbst in der Hand und haben es nicht gemacht. Am Ende sind wir auch dumm, muss man schon sagen, dass wir diese Konterchance nicht besser ausspielen. Da müsste 3., 4., 5. Tor schießen. So für Umschaltaktionen hat er bisher so genug gewesen. Tut mir leid, das ist auch die Qualität. Die Spieler, die reingekommen sind, haben also nicht die Qualität wie die Starter. Also, Lars Becker, der Reporter, übrigens in einer Live-Reportage natürlich immer im rbb24 Inforadio in der App. Alle Spiele von Hertha und Union in kompletter Länge, so war das da auch. Und danach haben wir gehört, Fabian Rehse, den Doppeltorschützen Haris Tabakovic und Paul Dardai, der sagt, die Qualität der Spieler von der Bank ist nicht gut genug. Ein gewisser Axel Kruse predigt das hier seit Wochen. Scherhand, Winkler, die zum Beispiel reinkamen, Jeremy Duziak war noch ein Einwechselspieler. Was bedeutet es, wenn Paul Dardai das öffentlich sagt? Ja, da geht es dann vielleicht auch schon darum, mal zu gucken, wer ist denn schuld, dass wir nicht aufgestiegen sind. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich meine, Beke, fang du mal an. Du warst im Stadion. Beke war im Stadion. Ich bin ja nur Fernsehzuschauer gewesen. Also. Ist ja dann immer wirklich nochmal was anderes, wenn man es dann mal live sieht. Ja, ja, weil man ein bisschen anders auch hinschauen kann, weil du halt nicht nur das Kamerabild hast. Also ich bin von den Aussagen echt ein bisschen irritiert, weil das liegt ja nicht an denen, die auf der Bank saßen, sondern es liegt ja in erster Linie die beginnen und dieses Fußballspiel spielen. Und wenn man sich so die Werte, wir haben es mal vor der Sendung hier ein bisschen uns angeschaut, also 25% Ballbesitz in der ersten Halbzeit bei Hertha BSC. Also es haben sich alle im Stadion, und mich war auch Marco Rehmer eigentlich getroffen, Uli Borowka, wir haben so ein bisschen geschmunzelt, wie man denn hier führen kann, weil eigentlich hat Kiel wesentlich mehr fürs Spiel getan, jetzt mal unabhängig von den Torschancen. Und daher war es schon verwunderlich, dass Hertha 1-0 führte. Aber was in allen Bereichen das gesamte Spiel über zu sehen ist, es fehlt die Restdynamik, Zweikämpfe zu gewinnen. Es fehlt einfach der letzte Satz, wo du sagst, boah, haben die eine Dynamik, boah, ist da eine Spritzigkeit drin, oh, den Gegner, oh, den überrennen sie jetzt und sie greifen vorne an und machen so aggressiv zu. Also der Tabakovic, der tat mir zwischendurch leid, weil ich weiß nicht, wie viele Kilometer der gelaufen ist, aber umsonst, weil die anderen gar nicht in der Lage waren, den Gegner richtig zu pressen, weil sie einfach diese hohe Dynamik, diese Sprintfähigkeit, um das dann so zu leisten, gar nicht da ist. Ja, bestes Beispiel, Fabian Rehse, der hat einen Gegenspieler gehabt, der war genauso schnell wie er. Also Fabian Rehse hat in der ersten Halbzeit überhaupt nicht stattgefunden, in der zweiten nur deswegen, weil
Kiel noch mehr nach vorne gespielt hat und er dann stehen geblieben ist und die eroberten Bälle einfach zugespielt bekommen hat. Aber in dem Moment, wo Becker auf seiner Höhe war, war der auch raus und konnte sich nicht durchsetzen. Und so zieht sich das quasi durchs Spiel. Und das war jetzt nicht ein Grund, dass die, die reinkommen, nicht mehr liefern können, sondern dass man vorher im gesamten Spiel einfach es nicht geschafft hat, aus meiner Sicht die Mannschaft so von der Physis her so hinzubekommen, dass die auch wirklich richtig gegenhalten können und das Spiel dann auch richtig gewinnen können. Ich saß noch auf der Tribüne und sagte, Mensch, wenn jetzt ein Gegentor fällt, 30 Sekunden später war es denn soweit. Es zeichnete sich ein Stück weit ab, weil man nur noch verteidigt hat und hinten drin stand und nichts mehr aktiv unternommen hat. Und ich glaube, mit der Art und Weise, wie Hertha Fußball spielt, wird es auf gar keinen Fall irgendwann mal auch was mit dem Aufstieg, weil das wird nicht reichen. Okay. Bin mir ziemlich sicher. Okay. Die Kieler natürlich, Fabian Rehse, sehr, sehr gut. Bis zum Sommer war er 3,5 Jahre da. Der Trainer Marcel Rapp, also der Kieler Trainer, hat auch vorm Spiel gesagt, den müssen wir nicht doppeln oder so. Wir wissen schon, was der kann, was ja, er der nicht hat kann. Den naja, weil mit der genau, das, Geschwindigkeit hat, der war ihm gestellt. Der wusste, dass es reicht. Also Fabian Rehse ist ja jetzt nicht der, die tollen Finten macht. Der legt den Ball vorbei und rennt hinterher. Wenn natürlich einer genauso schnell ist, und das war in dem Fall so, der hat ihn natürlich immer wieder mit abgelaufen. Dann hat man natürlich auch die Grenzen gesehen. Erstmal finde ich gut, was die Jungs jetzt gesagt haben, dass sie keine Ausreden gesucht haben. Das finde ich schon mal gut. Also Fabian Rehse sagt, ja, wir müssen jetzt nicht über den Schiri reden, ob das ein Elfmeter war oder nicht. Wie gesagt, bei dem Elfmeter zum Beispiel bin ich immer so, wie hätte ich reagiert, wenn das auf unserer Seite gewesen wäre? Dann hätte ich gebrüllt, klarer Elfmeter, Schiri, wo bist du? Jetzt hat er das, und in der Mehrheit hat er den Fuß getroffen und nicht den Ball. Also von daher, die Situation darf ja gar nicht passieren. Das habe ich ja letzte Woche schon mal gesagt. Wenn ich führe, versuche, mein Beispiel war Christoph Daum, versuche, den Ball vom Tor wegzuhalten. Nur waren wir ja gar nicht in der Lage zu. Wenn man mal das Spiel chronologisch sieht, wie Beke gesagt hat, erst halb, die schenken uns 2 Tore. Du führst 2-0. Normalerweise macht das doch Selbstvertrauen. Boah, bin ich da. So, dann kommen wir zur zweiten Halbzeit raus. Und wir standen, guckt euch das nochmal an, Tabakovic stand 35 Meter vorm eigenen Tor. Und das war der Spieler, der am weitesten vorne stand. So, wenn du nur immer reagierst und nicht versuchst, mal ein bisschen aktiv Fußball zu spielen, dann musst du dich nicht wundern, dass irgendwann mal, die hatten jetzt nicht die überragenden Torschancen, aber irgendwann kommt dann mal so ein abgefälschter, wenn die so nah schon an deinem Tor sind. Irgendwann macht da auch mal einer einen Fehler. So, und dann kriegst du immer das Gegentor und dann, okay, 2-1. Und dann war klar, irgendwie, jetzt wird es ja schwierig. Ja. Was ich dann auch noch kritisiere, wir hatten ja in diesen 5 Minuten Nachspielzeit, glaube ich, 10-mal den Ball. Mann, dann spiel doch nicht auf Konter, geh in die Ecke, lass dich faulen, spiel die Zeit runter. Nein, wir haben dann auch versucht, noch da eine Kontersituation zu kreieren. So, das war übrigens auch das große Thema, die gesamten Kontersituationen. So, also es wäre eigentlich mein Thema nachher für das Thema in Charlottenburg, weil Pali immer sagt, wir sind keine Ballbesitzmannschaft, sondern eine Kontermannschaft. Sehe ich nicht so, weil ich dann sehe, wie einer wie Tabakovic, der tat mir leid, wie du sagst. Ja. Mann, der ist gerammelt da vorne hin und her, der ist 1,90 Meter groß oder noch größer und der braucht dann 50 Meter bis zum Tor. So. Also das ist von der Art zu spielen, geht das aus meiner Sicht. In der ersten Halbzeit geht sowas immer noch, aber du bist ja immer müde. In der 60., 70. immer 60 Meter zum Tor oder sagen wir mal 50 und das paar Mal hintereinander. Du bist dann fertig, ja, weil das ja auch nicht sein Spiel ist. Und gerade mit dem, wie sie grundsätzlich, ich glaube, sie könnten 3-4 Stunden in einem Tempo laufen, aber so dieses Richtige, wenn man das vergleicht mit Union Berlin, also eine Liga höher, oder jetzt auch mit den Kielern, ja, das ist ja oberstes Regal, zweite Liga, die dann doch schon wesentlich mehr Intensität in ihren Aktionen liefern. Ja, deswegen konnten die auch Hertha die ganze Zeit bespielen. Haben sie ja permanent auswärts gemacht. Ja, das muss man sagen. Und hatten Wunder nach hinten raus auch für belohnt. Das ist eigentlich schade, weil es nicht notwendig ist, weil so eine Mannschaft, die du zur Verfügung hast, mit der Spielerqualität auch in eine andere, vielleicht ist es auch nur geistig, ja, vielleicht ist es auch mental, dass man das nicht schafft. Aber physisch sehe ich das gerade auch nicht, dass die Bereitschaft dafür da ist. Ganz kurz, weißt du, was bezeichnend war? Für die, wie die Mannschaft auch zum Teil tickt. Du kriegst das 2-2, wie auch immer, ist ja egal. Du hast dann auf jeden Fall, der Schiri hat ja noch 2 Minuten spielen lassen. Wir haben dann den Anstoß, spielen dann schnell nach vorne, okay, war noch ein Abschluss. Und danach gehen wir wieder zurück. Stehen wir an der Mittellinie. Ich meine, du musst dieses Spiel gewinnen. Ja. Du musst unbedingt dieses Spiel. Und dann geht die Mannschaft wieder zurück zur Mittellinie und lässt, die waren ja zufrieden mit dem Unentschieden Kiel, und lässt Kiel dann hin und her spielen. Ich konnte es nicht glauben. Und nochmal, ich glaube, in Kiel
das ist ja, bis auf Louis Holtby ist das eine durchschnittliche Mannschaft, ja. Aber die haben eine Philosophie. Ja, wenn, denn, wenn denn unsere Philosophie ist, wir stellen uns hinten rein und vorne hilft der liebe Gott, okay, dann nehme ich das so hin. Aber ich finde eben, und gerade auch wenn du gegen Mannschaften spielst, die dann einfach mal den Ball rüberschießen, nicht so wie Kiel hat ja wenigstens noch versucht, die wollten ja hart nehmen. Wirklich immer wieder. Aber es gibt ja in der zweiten Liga genügend Mannschaften, die sagen, okay, die machen nichts, also wir wollen uns eigentlich auch hinten reinstellen, dann schießen die den Ball rüber und dann können wir damit nichts anfangen. So, Axel ist heiß gelaufen, geben wir dem Ganzen nochmal eine Überschrift hier. Das Thema in Charlottenburg. Ballbesitzmannschaft oder Umschaltmannschaft? Ich war ja auch im Stadion, habe die Interviews geführt und gerade wenn man so mit Fabian Reese spricht danach, da denkt man ja auch immer, Mensch, der will, auch wenn es da nicht so geklappt hat, ne? Aber das kennen wir ja nun auch seit 34 Podcast-Folgen, was mit dem immer los ist und dann fehlen aber eben die anderen und vielleicht ist das, was Paul Dardai meinte, du hast ja die Kontergelegenheiten, du hast ja die Umschaltgelegenheiten und da passiert dann aber nichts. Ja, weil ich ihm glaube, dass es keine Kontermannschaft ist. Ja. So, Fabian Reese hat Geschwindigkeit. So, Matza ist für mich kein Konterspieler. Er ist auch ein wuseliger Spieler, habe ich in der U19 ein paar Mal gesehen. Wuseliger Spieler, der spielt dich in der Telefonzelle aus. Mhm. So, Tabakovic ist definitiv kein Konterspieler. Palko Dada ist viel zu langsam, um Konterspieler zu sein. So, also, da kann ich dir noch mehr durchgehen. Das Zweite ist doch, wenn man mal guckt, wir haben einen Kenny auf der Seite, das ist ein durchschnittlicher Bundesligaspieler. Wir haben einen Toni Leistner, zumindest ein guter Zweitligaspieler. So, wir haben Kempf sowieso, der hat ganz andere Ansprüche. Wir haben auf der anderen Seite einen polnischen Nationalspieler mit Kabownik. Also ist ja auch nicht irgendeine Wurst. Wir haben zumindest ein Bundesligaspieler, also Erstligaspieler mit, wie heißt der, Bartok. Haben wir einen, der 12, 13 Tore schießt. Und übrigens, wie der tickt bei Tabakovic, das haben wir ja jetzt wieder mal gesehen. Übrigens haben wir es letzte Woche ja gesagt. Mal einfach die Seiten tauschen, dass du mal eine Flanke kriegst. Das kann Palko. Aus dem Stand heraus, dann aus dem Halbfeld auch mal eine Flanke schlagen. Und bupp, da ist der denn da. Das sind seine Bälle. Aber ein Konterspieler ist Tabakovic nicht. So, und von daher, ich finde, manchmal kannst du auch beides sein. So, ich finde, wir können beides. Ich bleibe dabei, wir spielen einfach zu wenig aktiv Fußball. Wir sind eine Abschnappermannschaft, so nenne ich das. Wir wollen abschnappen. Wir wollen denken, ach, die Doofen, die machen schön Fehler, bopp, und dann kann ich was machen. Nur, wie gesagt, es gibt genügend Mannschaften, Braunschweig, Rostock, wie die alle heißen, die sagen, hier, schieß einen Ball rüber. So, das kannst du vielleicht in der Bundesliga machen. So. Aber nicht in der zweiten Liga, wo du, da ist Hertha BSC Bayern München sozusagen in der Liga. Ja, und von daher also du kannst gar nicht erkennen, was es dann jetzt für ein Mannschaftsstil ist. Ja, also Kontermannschaft, Umkehrspielmannschaft, die eine hohe Qualität besitzt, einen Ball abzufangen und dann wirklich über links, rechts, außen mit viel, viel Dampf nach vorne Zehen entwickelt. Dafür ist auch, wenn man hoch angreift, überhaupt gar keine Konsequenz da, dass man das wirklich nachhaltig macht, dass man gleich in der Box ist. Weil du warst selber da, wie oft das passiert, dass Kiel hinten raus den Ball spielen kann, über die Sechs immer wieder mit spielerischen Lösungen rausgefummelt hat, sich dann in die gegnerische Hälfte kam. Das sind ja alles Aufwände, die man betreibt. Das ist dann auch keine richtige Umkehrmannschaft. Ja, eins hat Paul recht. So, wenn er sagt, von der Bank, die er dir eingewechselt hat, wundert mich dann sowieso. Also Winkler, tut mir leid. Wir sagen das hier die ganze Zeit. Die Qualität reicht einfach nicht aus. Da war aber zum Beispiel auch ein Smail Prebjak dabei, ne? Ja, aber das der wurde auch eingewechselt. Das ist genau das Gleiche, was ich gerade gesagt habe zu Tabakovic. Das ist ein Schnicker. Der braucht, wenn du das Spiel aktiv gestaltest nach vorne, der sichert die Bälle, der macht dir dann die Tore. Aber der ist nicht der Spieler, dass du an der Mittellinie wartest, hin und her läufst, halb tot bist und dann eine Umschaltsituation hast. Das ist der Spieler nicht. So, das könnte theoretisch Winkler sein, aber tut mir leid, das ist zu schlecht. Der ist einfach nicht gut genug. Und Scherhand auch nicht. Die können sich nicht durchsetzen. Das ist zu wenig. Das ist dann zu wenig, das wird nicht ausreichen. Christian, jetzt mal die Frage an den ehemaligen Manager. Man ist ja jetzt eigentlich in einer recht komfortablen Lage. Man weiß, sind noch 10 Spiele, Aufstieg, ne, Träumereien sind jetzt wirklich vorbei. Man kann sagen, man bleibt in der Liga und plant dann in der nächsten Saison etwas gezielter den Angriff. Was braucht diese Mannschaft? Wen braucht diese Mannschaft? Erstmal eine richtige Philosophie, was es denn für ein Fußball sein soll. Ja. Und danach wählst du dir dann deine Spieler aus auf dem Markt, die nach Möglichkeit ein hohes Durchsetzungsvermögen, wirklich eine hohe Dynamik besitzen, schon mal mitbringen und danach muss ich sie weiter formen und entwickeln, dass meine Spielphilosophie, die ich habe, wo ich denke, damit steige ich auf,
dann auch umsetzen kann. Aber die Frage ist dann immer, wie möchte der Verein Fußball sehen? Das entscheidet ja nicht der Cheftrainer, sondern das entscheidet dann schlussendlich der Verein mit dem Sportdirektor, mit der sportlichen Idee, die da drin steckt, wenn man das ausrichtet. Ja, und das, ich weiß es nicht. Ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass ich wirklich richtig, richtig viel Dynamik reinkriege und richtig viel Aggressivität und Geschwindigkeit reinbekomme, neben taktischer Disziplin, neben fußballerischen Möglichkeiten, gar keine Frage. Weil Hertha wird auch im nächsten Jahr finanziell beim Gehalt mithalten können, definitiv im ersten Drittel. Man wird sich da nicht nach unten bewegen Richtung Elversberg, sondern im ersten Drittel dabei sein können. Und das muss man einfach nutzen. Und wenn man die richtige Philosophie hat bisher, ich war so wirklich, bin immer noch bei diesem ganzen Pressen, bei dem hohen Anlaufen, wie wenig Intensität da dabei war, sondern es spielen jetzt alle so Fußball, spielen wir mal so auch Fußball mit. Und hinten standen sie dann zu viert gegen zwei. Langsam sind hinten. Und dieses musst du ändern. Da musst du Aufstiegsphilosophien und Fußball entwickeln. Guck doch nochmal die ersten drei Mannschaften. Ja. St. Pauli. Nächster Gegner. Nächster Gegner, genau. Kiel und der HSV. Wie versuchen die, aus der Liga rauszukommen? Logischerweise mit Dominanz. So, St. Pauli spielt dominant mit Ballbesitz, versuchen sich dadurch. Selbst Kiel, wie gesagt, die haben die Hälfte vom Spieleretat wie wir. Die versuchen es mit Dominanz. Der HSV versucht es mit Dominanz. Gut, die haben jetzt zu Hause auch mal verloren. So, aber ich glaube, mit dem Stil wirst du nicht aus der Liga rauskommen. Genau, das ist das Thema. So, und das, was du sagst, Power, das sieht man da nicht. Das wird mal funktionieren. Genau, blitzt mal auf, genau, ab und zu, aber nicht dauerhaft vorhanden. Weil die Gegner auch zum Teil dann schlecht sind, genau. Weil sie dir den Gefallen. Thomas Kiel hat dir ja auch einen Gefallen getan beim ersten Tor, wunderbar. Und du hast, wenn du immer spielst, auch ja mal einen Tag, wo du die Frische hast dafür. Ja, ja. So, bei 34 Spieltagen sind auch mal 5-6 Spieltage dabei, wo es richtig gut ist, aber der Rest ist dann nicht da, weil die Jungs halt es nicht liefern können. Ja, und ich habe gesagt, wir peilen eine 45-Minuten-Sendung heute an, deshalb höchste Zeit für Köpenick. Eins will ich nur noch mal einfließen lassen, weil Beke, du gesagt hast, Geld und Hertha und so weiter, am 15. März müssen ja die Lizenzunterlagen abgegeben werden und da ploppten jetzt noch mal so ein paar Zahlen auf. Wir erinnern uns, die Saison 22-23, das war ja ein Verlust von 100 Millionen Euro, historisch viel für diesen Verein. Jetzt für diese Saison 23-24 plant man wahrscheinlich so mit 22 Millionen Euro Verlust. Ist immer noch eine Stange Geld in der zweiten Liga, aber dieser Gesundungsprozess, der ist am Laufen. Du musst mal, Beke ist Geschäftsführer von so einer tollen Firma und so. Ja. Weil du sagst, historischer Verlust, ist immer die Frage beim Verlust, was ist davon cashwirksam und was sind Abschreibungen? Das musst du ja auch immer sehen. Das ist jetzt die Frage bei dem neuen, war jetzt, glaube ich, 22 Millionen. 22 Millionen, wie viel sind davon cashwirksam? Was sind noch Abschreibungen? Das wird man dann sehen. So, aber auf jeden Fall sind die Kosten erstmal schon runtergedrückt. Aber normalerweise, ich habe gelesen, irgendwie 777 muss nochmal 22 Millionen bezahlen. Meine ich doch. Und wie gesagt, wenn man mal den Personaletat anguckt, was habe ich da gelesen, waren das irgendwann um die 40 Millionen irgendwie noch, wie Beke gesagt hat. Also Kiel hat 15. Also von daher, ich glaube, das ist nicht das Problem. Das 23 Millionen sind es. Für eine Halbserie. Ja. Für die Halbserie. Dann kommst du bei 46 raus von mir aus am Ende. Naja, das ist sehr gutes Geld und danach musst du jetzt die Mannschaft aufsetzen. Musst du. Damit du musst raus aus der Liga. Kannst ja da nicht drinbleiben. So. Eins ist mal klar. Also für 46 Millionen ist es zu wenig, dass wir Neunter sind. Das ist mal klar. Denn man will zurück in die erste Liga und da spielt natürlich das Thema in Köpenick. Der erste FC Union Berlin. Christian, was ist denn so das Thema in Köpenick? Also Unruhe gibt es nicht. Ja. Wir haben uns, nachdem wir da unten drin steckten, ja, so im November und mit der Veränderung Bielitz als Cheftrainer, ja, es geschafft, da hinten rauszuarbeiten. Das muss man mal ganz klar sagen. Wir hatten wirklich tolle Serien auch geliefert, zu Hause viermal nicht verloren. Wir haben Auswärtspunkte gesammelt. Wir sind in der Rückrundentabelle, waren wir vor dem Spiel Fünfter. Wir hatten nach Europa dann auch nur noch ein paar Punkte. Also das war in der letzten Woche vor diesem Dortmund-Spiel doch wirklich sehr, sehr ruhig. Ja, jeder konnte sich sammeln, man konnte ordentlich trainieren. Alle standen zur Verfügung, wir haben kaum Verletzte. Und da war eigentlich das Unioner-Herz, die Seele des Unioners, war beruhigt. Fantastisch. Wir hatten zwar unsere Themen, die man immer so im Nachwuchs hat, die man auch bei den Frauen hat, die man im Sponsorenkreis hat. Der Wirtschaftsrat, der wurde 20 Jahre alt. Ja, eine tolle Institution, die damals gegründet wurde mit Dirk Zingler und Peter Wachalski. Also das sind so Sachen, die dann mehr ins Auge fallen. Aber so ein sportliches Thema, dass wir sagen, oh, wir haben was nicht im Griff derzeit, nach den vielen Themen, die wir hatten, auch mit Bielitzer seiner
kleinen Tätigkeit oder mit der Tätigkeit. Das hat sich wirklich stabilisiert. Ihr werdet garantiert bald in den nächsten Wochen, wenn Dirk Walsdorf wieder an diesem Platz hier sitzt, über die besten aller Tage sprechen. Union kommt ja ins Kino. Kino, richtig. 4. April, ja, da kommt diese Dokumentation, die dann wirklich in die Champions League geführt hat. Also ganz, ganz nah dran. Anne-Kathrin Händel, Dokumentarfilmerin, die viele Sachen gemacht hat, zum Beispiel mit Sven Marquardt, Türsteher vom, vom Berghain, ja natürlich. Schön. Vom Berghain, Fotograf, also ganz intime Geschichten und so ähnlich soll es dann auch mit dem 1. FC Union gehen. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Christian, aber hast du denn gleich jemanden, der sich besonders in dieser Woche hervorgetan hat? Ja. Na dann, Moment. Unioner der Woche. Mhm. Ich hatte es eigentlich schon ein bisschen erwähnt, ja. Wir hatten eine Wirtschaftsratsgründung am 1. März 2004, was eigentlich so nach den ganzen Unruhen, die wir davor hatten, dazu geführt hat, mit dem Präsidenten damals Dirk Zingler und Peter Fachalski hatten die Grundidee, mit 11 wirklich stabilen Sponsoren mal einen Pool aufzusetzen, wo man sich wirklich mit den Dingen und Inhalten des 1. FC Union Berlin mal richtig beschäftigt und nicht einfach nur noch Sponsor ist und so mal ein bisschen Geld gibt und dann schaut man mal, was wird. Und hat da so eine Idee entwickelt, komm, wir packen etwas zusammen, gründen den Wirtschaftsrat und nehmen alle die mit ins Boot, die sich wirklich auch mit den Interessen und mit dem Weg, mit der Gegenwart und mit der Zukunft beschäftigen wollen und danach auch Entscheidungen ausloten, ob im sportlichen oder wirtschaftlichen Bereich oder für die Fanszene. Und das ist top gefruchtet. Das ist, viele gute Unternehmer waren dort drin. Ist jetzt am 1. März sind es 20 Jahre geworden. Leider Peter Wachalski, unser Gründungsmitglied, beziehungsweise auch der die Idee dazu hatte, leider im August, September 2021 verstorben, ja, nach der Pandemie. Er hat eine schwere Krankheit gehabt. Und in dem Sinne ist dieser Unioner der Woche für den lieben Peter, der da oben sitzt und hoffentlich zuhören kann und ein bisschen was von uns mitkriegt. Und vor allen Dingen sehen konnte, wie der Verein noch explodiert ist bis zur Champions League. Das sind so Szenen und Situationen. Ich war ja damals im Mai, beziehungsweise im Oktober 2005 bin ich ja dazu gestoßen. Da gab es ja dieses Gremium schon. Ja. Und man hat ja richtig gemerkt, wie diese Entscheider sich immer wieder gegenseitig ausgetauscht haben, abgestimmt haben, bevor sie was entschieden hatten. Auch wenn unser Präsident da sehr, sehr federführend und sehr dominant ist, was dieses Gremium aber auch benötigt. Ja, weil Fußball kennen wir. 11, 12 Leute, 11, 12 Meinungen, einer muss ja dann auch mal entscheiden. Antonio Rotado da noch dabei aus dem Aufsichtsrat. Wirklich eine Goldgräberstimmung würde ich sie nicht nennen, ja, aber eine Aufbruchsstimmung, dass der Verein in ruhige Fahrwasser geführt wurde, weil wenn man das sich davor anguckt, hier mit Teilnahme DFB-Pokalfinale und was wir alles hatten und trotzdem kein Geld in der Kasse und bis runter 9. Platz, ich weiß nicht, 4. Liga, 3. Liga, wir haben hier in Torgelow Fußball gespielt und unter irgendeiner Zeltplane war da eine Pressekonferenz, also da war es dann wirklich schon richtig erdefressen und da hat man sich rausgearbeitet, halt mit diesen Leuten, ja, da sind heute 40 Leute drin inkludiert und ist eigentlich so, neben den ganz großen Top-Sponsoren, die viel Geld geben, eigentlich das Gremium, was sich mit dem Belang intensiv beschäftigt. Und daher mal, lieber Peter, an dich und an alle anderen Unioner der Woche. Die Grüße sind rausgegangen und ich merke schon, der Wirtschaftsrat davor, die Cash-Situation bei Hertha BSC, hier bahnt sich etwas an, ein kleiner Finanzableger des Hauptstadt-Derby-Podcasts. Nach 171 Folgen kann man mal auch über sowas nachdenken. So, dann gucken wir doch mal auf das, was uns am kommenden Wochenende so blüht. Das sind ja, also für beide sind das ja Aufgaben. Hallo, also, mal, Dennis, ich muss dich unterbrechen. Was ja, ist denn der Herr Thaner der Woche? Was ist denn mit dem, Dennis? Eigentlich immer Fabian Rehse, Dennis, hast du ja recht. Ja, aber Ich habe heute einen Süßen. Ich habe heute einen Süßen. Okay, na los, warte. Warte. Herr Thaner der Woche. Den kennst du auch. Robert Abramczyk wird heute 59 Jahre, ist der Assistent, beziehungsweise arbeitet mit Henrik Herzog zusammen, der Zeugwart. Und Robert wird heute 59, ist nach Polen zu seiner Mutti, die schon weit über 90 ist übrigens. Und er fährt immer hin und her. Und Robert ist sowas wie die gute Seele, muss man einfach mal sagen, mit Herze zusammen. Das sieht man ja ganz oft nicht, was da im Hintergrund mittlerweile für ein Apparat ist, was die Leute da machen. Also nicht nur Wäsche waschen, sondern da die ganzen Klamotten, alles so. Und die werden aus meiner Sicht manchmal viel zu wenig gewertschätzt. Und gerade wie gesagt, Robert, der schon so lange mit dabei ist,
Richtig guter Typ, spielt mittlerweile auch Tennis, Robert, aber er mag keine Spiele machen. Er macht immer nur hin und her knallen. Und ich werd jetzt mal versuchen, in diesem Sommer mit ihm mal ein bisschen zu spielen. Also wie gesagt, Robert Abramczyk, 59 Jahre, heute cool. Geburtstag. Er wird uns nicht hören, wie gesagt, weil er bei Mami in Polen ist. Aber trotzdem, Herr Tarner der Woche. Dafür cool. Gibt es ja YouTube und das RBB-Fernsehen. Ich glaube, von Dienstag auf Mittwoch. Robert guckt immer bei YouTube guckt er immer so Tennisfilme. Hm. So, ja, das gibt's ja, wenn er auch irgendwie Amateure, kannst du die angucken, die haben dann die Kameras aufgestellt in ihren Tennisclubs und da das guckt er sich immer an, so wenn dann einer irgendwie Ü60 oder irgendwie sowas. Also, ich finde das geil, also wirklich überragend, dass du sowas wählst, weil das sind wirklich welche, die kennen das auch mit diesem, um mal in unsere Gesellschaft kurz abzugleiten, mit diesen 8 Stunden nicht. Ach. Die sind immer online für die Sache, die sind immer mit dem Herzen dabei, die würden von zu Hause nochmal losfahren, wenn da jemand irgendwas benötigt, damit der Erfolg der ganzen Geschichte nicht in Frage steht, dass sie das liefern konnten, was in ihren Möglichkeiten steckt, das machen die dann. Und egal, ob das Weihnachten, Nikolaus etc. ist, die sind immer aktiv, ja, die sind immer dabei. Und wenn die ankommen mit ihrem Privatflieger hier in Schönhagen, alle fahren nach Hause. Aber die fahren ins Stadion, die Wäsche raus, wird noch Wäsche gewaschen und die sind dann morgens um 5 zu Hause. Ja, und dann nächstes Mal beim Training um 10 waren die auch schon wieder um 5. Und meistens werden sie für jeden Mist verantwortlich gemacht. Das kommt auch noch mit dazu. Das funktioniert, wenn jemand seinen Pass vergessen hat. Ich wollte gerade sagen, lass mal noch ein bisschen sprudeln, weil als der ehemalige Union-Teammanager Christian Beek in der vergangenen Woche, im vergangenen Podcast hier berichtet hat, dass im Hotel du die Gurken und Paprika aussortiert hast vom Buffet für deine Spieler, das hat Wellen geschlagen. Also da wirklich hier auch die Kollegin, wir haben uns auch darüber unterhalten. Also deshalb lasst mal noch mal so ein bisschen sprudeln, eure schönsten Zeugwart-Geschichten. Also wart ihr da auch mal eine Diva, die gesagt hat, jetzt sind die Stollen aber nicht richtig hier oder so? Wir hatten bei Eintracht Frankfurt Toni Hübler war Weltklasse. Wirklich, der hatte sein Räumchen, also ein Kabüffchen haben wir dann immer, und hinten war nochmal ein extra Bereich immer. Und da haben wir dann immer heimlich geraucht. So, und der war aber so, der hat dann auch mal zwischendurch gesagt, Axel, das hast du aber nicht in Ordnung gemacht. Ja, genau. Der hat dich dann auch mal ein bisschen runtergeholt. Also ich fand das nicht in Ordnung. Da hat man dann auch mal hingehört. Und zum Beispiel in der Kabine denn in Frankfurt war ja, also die normale Kabine, dann gab es das Entspannungsbecken und hinten war auch noch mal so ein kleines Kabüffchen. Und immer vor dem Spiel hat der da immer ein Programmheft hingelegt, einen Aschenbecher und ein Käffchen. Und Uli Stern und ich, wir waren beide Raucher und dann waren wir hinten rein, na schön eine geraucht vor dem Spiel. Ist heute undenkbar, also stell dir mal vor, wir hätten nicht geraucht, wie gut wir gewesen wären, oder? Aber hat immer der Zeug, hat immer alles hingelegt. Und Toni Hübler war auch so ein, einfach, den hast du umarmt und den hast du respektiert. Deswegen habe ich ja heute Problem, wenn der ein oder andere vielleicht mal mit dem Zeug, was schlecht umgeht, so ungefähr die Sachen da einfach hinschmeißt, kriege ich ja so eine Krawatte. Das ist einfach respektlos. Und da gibt es auch einige, die da sich nicht benehmen können. Ich nenne jetzt keine Namen. Aber ich würde mir manchmal wünschen, dass gerade die Leute, nicht nur die Zeugwarte, aber die im Hintergrund sind, dass sie viel, viel mehr Unterstützung auch von den Oberen da kriegen. Abgründe tun sich auf. Vor einem Bundesligaspiel Axel Kruse und Uli Stein im hinteren Kabüffchen bei einer Kippe. Ja, das war fast damals gang und gäbe in allen Vereinen. Ja. Also ich hatte auch viele gute Zeugwarte bei Union hier, Elli Henschke, die damals schon als kleiner Junge, als ich schon bei Union war, Wäsche gemacht hat, und Detlef Schneeweiß, was die sich auch gemüht haben und gepackt haben und gewaschen haben. Wir haben ja bei Union damals, als ich begonnen habe, noch so eine kleine Waschmaschine gehabt. Wir hatten gar nicht diese großen. Die Industriedinger von heute. Industriedinger von heute, da packst du alles rein, ist einmal die Wäsche durch. Nee, da wurden erst die Stutzen, die Socken, also Stutzen, Hosen, Hemden, das ging ja alles nicht in einem. Wenn das in unterschiedlichen Farben war, dann mussten die auch noch unterschiedlich waschen. Ist ja klar, nicht alles auf einmal. Und das hat natürlich gedauert. Da war nicht mit Trockner etc. Oder wenn ich dann noch an Energie Cottbus, Hajo Prinz, der ja damals Spieler war, ganz früh in der DDR-Oberliga, der dann bei uns der Zeugwart war, Mannschaftsleiter. Also wir haben da jedes Jahr immer am Saisonende gesammelt. Immer hatten so 6.000 Euro zusammengesammelt, damit die in Urlaub fahren können, sich irgendwie eine schöne Reise gönnen können, ja, mit Hajo Prinz, mit der Frau und so weiter. Und wer da nicht mitgemacht hat, oder wenn ich mitbekommen habe als Mannschaftskapitän, da dreht einer seine Socken nicht um. Das war für mich No-Go, weil wenn mir jemand meine Wäsche wäscht, dann habe ich da höchste Demut zu haben. Und vor allen Dingen jeden Tag 10-mal Danke zu sagen, dass das stattfindet. Und das musste man dem einen oder anderen noch ein bisschen anders implementieren. Der hat es dann verstanden, der hat es dann auch genossen, dass er den Spruch gekriegt hat. Und das war für mich die wichtigsten eigentlich mit in so einer Mannschaft. Dennis, du wirst gleich vom Stuhl fallen. Wir haben zum Beispiel, das letzte Mal, wie gesagt, war, glaube ich, da war ich schon in Stuttgart von Eintracht Frankfurt, wir haben auch im Bus geraucht.
Also ein Bus, ich weiß noch, der auf dem Weg zum Stadion. Ja, ja. Ja, wir sind ganz viel, sind wir mit dem Bus auch zu den Spielen gefahren am Freitag, ja, oder also direkt vor, bevor wir jetzt in Stadion waren, nicht. Aber wenn wir sind ja ganz viel, nicht heutzutage mit dem Privatflieger, sondern bist mit dem Bus zum nach München, nach Freiburg, bist du mit dem Bus hingefahren am Freitag. Und da wurde ganz normal geraucht. Und weiß ich noch, dann kam Christoph Daum war erst Trainer, der war dann gefolgt, dann kam Jürgen Röber irgendwann. Und wir haben hinten am Tisch gesessen, war Eike Immel, Micha Fronzek, Dieter Hoeneß und ich. Und wir haben immer gewürfelt und haben dann immer geraucht und so. Und dann fuhr der Bus los und dann wollten wir gerade anfangen und ich wollte mir gerade eine Zigarette anmachen. Und dann hat Dieter gesagt, Axel, geh doch mal den neuen Trainer fragen, ob der das überhaupt gut findet. Er hat gesagt, wieso das denn? Mit dem Rauchen. Ich sag, was, ich rauche hier immer, also kann er nicht. Ja, mach einfach. So bin ich vorgegangen, Röber saß vorne am Tisch. Trainer, Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich hinten rauche, oder? war ich natürlich sauer, dass ich mal rauchen durfte im Bus. Und dann haben wir das Spiel, das Würfelspiel immer unterbrochen. Weil ich bin dann unten, kennst du im Bus noch die Toilette? Ja, das ist eklig. Und nach der Toilette, da kommt keiner mehr auf die Toilette. Nach der Toilette war mir dann zu eng. Da habe ich gesehen, gegenüber von der Toilette war im Bus immer das war so eine kleine Tür. Schlafkabine? Das war die Schlafkabine vom Busfahrer. So, und dann gehe ich doch da mal rein, hab da geraucht. Und mit einmal geht die Dings auf. Weißt du, wer da reinkam? Jürgen Röber. Nein, Giovanni Elber. Giovanni Elber kam rein. Okay, kannst du mal eine Zigarette geben? Ja, kein Problem. So hat er auch eine gehauen. Aber petz nicht, sag nicht, weil in Brasilien war das wohl völlig unnormal. Aber petz nicht, dass ich hier auch nein, boss, wenn er so riecht, dann sag einfach, Kruse hat geraucht. Ja. Das magische, das war, rauchende Punktspiel, die Zigarette immer. War klar, nach dem Spiel direkt immer eine, ging unter der Dusche noch mit Schuhen an. Ja, eigentlich waren gehörte dazu. Und die haben alles, unser Zeug war, die haben alles geschützt. Er sagt, du geh mal da rein, ich schließe ab, ich pass auf. Eingespieltes Team war. Garantiert mit ganz schöne frisch Zeit. Gewaschener Wäsche und rauchfrei geht's in den nächsten Spieltag, meine Herren. Ich hoffe, rauchfrei. Vorspiel. Hertha BSC zu Gast beim Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli. Also was haben wir die ganze Zeit hier gesagt? Das ist das Wichtigste jetzt, die letzte Chance. Also ich würde jetzt mal sagen, das ist die allerletzte Chance. Optimismus. Nee, ich will einfach nicht abschenken. Wenn ich die Qualität der Liga sehe. Ja, das umso mehr, du hast das gegen die ersten 8 Mannschaften haben alle nicht gewonnen. Also es ist die allerletzte Chance, um da oben nochmal reinzukommen. Und das reicht jetzt nicht ein Unentschieden. Also mir fehlt der Glaube so ein bisschen. Aber wenn man sieht, St. Pauli, die haben jetzt in Gelsenkirchen verloren. Und wie ich das so mitgekriegt habe. Die haben Probleme mit ihrem Trainer, der nicht verlängern will. Das kommt doch noch mit dazu. Das ist nicht so ruhig gerade. Ja. So, also ich glaube nicht, dass wir St. Pauli noch einholen. Die haben 14 Punkte Vorsprung. Aber gerade was Platz 2 und 3 betrifft, wie gesagt, man hat eben gesehen, dass auch Kiel anfällig ist. HSV ist anfällig. Da sind eine ganze Menge anfällig. Also wenn du überhaupt nochmal... Oder das so, wie du gesagt hast, dass du vielleicht für die neue Saison planst, das kannst du nach diesem Spiel machen, wenn du es nicht gewinnst. Aber vorher, wie gesagt, nochmal alles reinhauen. Und nochmal, St. Pauli, dieses Kurzpassspiel, wenn du sie das machen lässt, so wie im Hinspiel, ganz ehrlich, da sind ja einige von uns tot umgefallen nachher, weil die haben immer noch mal ein kleines Päschen da, dann bist du nur am Hin- und Herlaufen, dann fällst du irgendwann tot um. Ich will dir den Optimismus nicht aber nehmen, wenn du vielleicht, aber mal, wenn du vielleicht mal mutig bist, mutig, die hart attackierst. Und wir haben ja auch ein paar Spieler, die robust sind. So. Und wann ist denn das Spiel? Welche Uhrzeit? Sonntag, 13 Uhr. 13:30 Uhr Sonntag. Nächste Freitagabend bei Regen, würde ich sagen, okay, da kriegt man halt vielleicht noch über so die äußeren Bedingungen hin. Aber, ich vermute, es wird wieder so sein wie jetzt. Wir werden uns wieder hinten reinstellen und auf hoffen, jeden Fall. Vorne hilft der liebe Gott. Auf also. Jeden Fall wird das so kommen. So, Beke. Union, Freitagabend, sehr Stuttgart. Interessante Aufgabe. Ja. 24 Spiele, 50 Punkte der VfB Stuttgart. Großartige Saison. Ja. Respekt, ja. Und ist auch wieder der Starstürmer Guirassy wieder, ja. Topfit. 2 Buden gemacht. Ganz, ganz schwieriges Spiel. VfB Stuttgart, die Mannschaft der Saison quasi. Ja, wirklich einen herausragenden Job, vor allem schon in der Hinrunde gebracht. Jetzt zum Start der Rückrunde. Ein paar kleinere Probleme ergebnisseitig, aber Top-Mannschaft, hohe Geschwindigkeit, hohe Dynamik, ganz, ganz tollen Fußball spielen sie auch nach vorne. Viel über die Außen, führig Nationalspieler, ja, das ist viel, viel entwickelt worden. Ja, wir müssen halt mit unserer Art da auftreten, wie wir es dann bisher auch bei vermeintlich größeren Gegnern immer gemacht haben. Ja, sehr, sehr eng stehen, sehr, sehr aggressiv sein, sehr eklig sein, wenig zulassen.
brauchen Renault wieder in Topform, der auch wie gegen Dortmund schon einige Situationen wieder gemanagt hat, die manchmal auch unfassbar wirken, dass er das hinkriegt. Das brauchen wir jetzt wieder in Stuttgart. Und natürlich diese Stabilität im Zweikampfverhalten, ja, dass du wenig Fehler dazulässt und nach vorne dann das nutzt, was du hast. Und dann aus nichts wieder mal ein Tor schießt, dann ist da alles möglich. Aber das wird ein ganz spannendes, schönes, interessantes Spiel. Ich denke, die Hütte wird da voll sein, da wird man viel mitnehmen können. Und schauen wir mal, wie wir da bestehen. Ja, bin sehr gespannt. Einen Namen würde ich euch gerne noch entgegenschmeißen, Maximilian Mittelstädt. Aus der Hertha-Jugend, dann hier Profi geworden, wo man oft gesagt hat, ja, aber. Und der ist jetzt auf dem Daran sieht man einfach mal, was es dann ausmacht, wenn der sich ein Trainer auch weiterentwickelt, muss man einfach mal sagen, und auf die richtige Position stellt. Also Maxi war ja hier oft im Gegentor beteiligt, hat oft Linksverteidiger gespielt. Ja. So, da spielt er ein bisschen anders. Wenn die eine Dreierkette spielen, spielt er mehr den Außen, geht dann aber auch viel in die zentrale Position, macht das sehr, sehr ordentlich, muss man einfach mal sagen. Stuttgart sowieso. Ich liebe ja so eine Mannschaft, die aktiv Fußball spielen, die also nicht warten, dass du mir was bringst, sondern ich hole mir das, was ich haben will. Und das sieht man beim VfB. Ich finde, wie heißt mein Vornamen, Hoeneß? Sebastian. Macht da einen überragenden Job. Und da sieht man, was ja. Du eben, wenn du eine gute Philosophie hast, ich meine, die sind die letzten beiden Jahre, wenn die beinahe abgestiegen. Und dann holen die das raus, seitdem er da ist. Und er macht halt jeden einzelnen Spieler auch besser. Und das ist, finde ich, auch die Aufgabe eines Trainers, eines Trainerteams. Und das finde ich... Toll gemacht dort. Machen die da also großartig. Das muss man erstmal hinkriegen. Also auf so eine Idee kommst du ja gar nicht, wie die mit einmal da performen. Klar ist dann auch Selbstvertrauen da, klar ist dann auch ein bisschen Glück, aber... Irgendwann, wenn du so lange so gut spielst, ist es nicht nur Glück. Ne? Da ist was entwickelt worden, richtig. Also ich finde, das ist großartig, wie die das da machen. Ja. Und wir haben wieder so viel gelernt in dieser Podcast-Folge 171, das Hauptstadt-Derby. Vor ein paar Minuten noch Dieter Hoeneß, der mit Axel Kruse in den 90ern würfelnd und rauchend auch. Dieter Hoeneß auch? Nee. Dieter hat auch geraucht. Auch geraucht, ja. Genau. Also rauchend im Bus saß und sein Sohn Sebastian führt jetzt den VfB Stuttgart in ungeahnte Höhen Richtung Champions League. Das war ja richtig munter heute. Schön. Das, und ich danke, glaube, ja. Also ich habe jetzt nicht, der vierte Offizielle ist gerade nicht hier, der die Tafel hochhält. Ich glaube, ein bisschen überzogen, haben wir ein bisschen Nachspiel. Ja, Mama, ich sag schon mal gute Nacht, ja? Wieso, da läuft doch, gut, da ja? Läuft doch die Uhr. 44, 36 sind wir. Ja, also größer geht's ja nun. Wirklich größer gehen die Zahlen nicht. 20, also wir haben jetzt noch 15. Der Chef in Amerika wird genau. So stolz auf uns. Also wir können sagen an dieser Stelle... Punktlandung, komm, Punktlandung, 45, los. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Hauptstadt-Derby-Podcast 171. Liebe Grüße nach Utah in den USA. Da ist nämlich Dirk Walsdorf, der Chef. Wird er auch nächste Woche noch sein. Dann werde ich, Dennis Wiese, hier wieder sitzen. Schönen Abend, schönen Tag, tschüss. Ciao, tschüss.